So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es mal eine Runde World of Warships, beziehungsweise ein Video zu World of Warships. Ob ich heute noch eine Runde fahre, das werden wir sehen. Es ist, wie im Titel schon zu entnehmen, ein Case-Opening ja, angedacht. Ich habe hier 151 Kisten mir im Laufe der Zeit angespart, aus allen möglichen Events. Also es sind alles ausschließlich Kisten, die ich mir durch Events und durch das Fahren von Runden hier erspielt habe. Also nichts, was ich irgendwie käuflich erworben habe. Genau. Also heute ein kleines Case-Opening, mal gucken, wie lange es geht. Ob da noch eine Runde dann drangehängt wird, das werden wir schauen, je nachdem, wie lange es dauert. Ich denke mal, zwischen 10 und 15 Minuten wird das Video gehen. Ich werde natürlich nicht jede einzelne Kiste öffnen. Wir haben hoffenweise Wirtschaftskisten, aber es gibt auch ein paar Spezialkisten. Die Supercontainer, denen werden wir uns natürlich einzeln widmen. Und ja, wer sich jetzt wundert, warum ich hier 14.000 Gold aufgeladen habe, es gibt, ich will auch keine Werbung machen und auch nicht motivieren, hier Geld auszugeben im Spiel, aber es gibt die Möglichkeit, innerhalb von, glaube ich, 1 oder 2 Wochen nach dem Geburtstag, kann man hier Dublonen aufladen. Und wenn man da noch, wenn man das innerhalb von einem bestimmten Zeitraum nach seinem Geburtstag macht, bekommt man einen Coupon, womit man 50% oder beziehungsweise womit man dann halt den Kaufwert verdoppelt. Ich glaube, ich hatte hier 7.500 Dublonen aufgeladen. Ich glaube, 24 Euro. Ich guck mal eben in der Waffenkammer nach. Das kann ich übrigens nur empfehlen. Also wenn hier überhaupt jemand Geld ausgeben möchte, dann ladet euch die Dublonen kurz nach eurem Geburtstag auf. Das ist ein ganz cooles Event. Genau, ich hatte hier, ich glaube 24 Euro genau, hatte ich ausgegeben. Habe dann aber statt 7.500 Dublonen 15.000 bekommen. Das ist ein guter Jahresvorrat. Vielleicht reicht es auch für 2 Jahre. Ich bin auch nicht so aktiv in World of Warships, aber ab und zu gibt es hier ein paar nette Events und dann kann man sich hier ja, ein paar Sonderstufen kaufen mit ein paar speziellen Sachen. Ist ganz nett. Aber ja, es geht nicht um Dublonen, es geht auch nicht um Werbung fürs Spiel, sondern ich möchte einfach ein paar Kisten öffnen. Und das Schöne ist, die Kisten habe ich mir alle in etwa selber, und die habe ich mir alle angespart. Ich kann dir mal vorstellen, was für Kisten es gibt. Relativ viele einfache Kisten. Also ihr seht hier, wir haben 18 Supercontainer. Ich denke, da liegt so die Hauptaufmerksamkeit. Dann haben wir hier ein paar ja, Wirtschaftskisten, Kohlekisten, die kleinen Container, mal gucken, da ist jetzt in der Regel auch nicht so guter Stuff drin. Schwing der Freiheit, das ist so ein amerikanisches Event jetzt, wo man dann auch eine gewisse Chance hat auf ein amerikanisches Schiff. Ökumenische Belohnungen, Signale, das ist jetzt auch nichts allzu Besonderes. Aber hier den Weihnachtsgeschenken werden wir uns auf alle Fälle einzeln widmen. Da ist, glaube ich, 2,5% Chance auf ein Schiff oder 1%, irgendwas in der Art. Supercontainer hat man ja 0,5% Chance auf ein Superschiff. Die Steam-Container schauen wir uns genauer an. Und ja, gewöhnliche Boni, ich denke mal, die werde ich auch einmalig öffnen. Und dann haben wir hier noch dieses Mega-Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, da ist sogar 10% auf dem Schiff. Und hier Black Friday 2023 Kisten. Also es sind ein paar Standardkisten dabei, die man so im Laufe eines aktiven Spieltages bekommt. Aber auch ein paar Spezialkisten und 151 an der Zahl. Mein Ziel ist tatsächlich, ein Schiff rauszuziehen aus 151 Containern. Man muss natürlich dazu sagen, hier in diesen Containern Kohle, kleine Container oder ökonomische Container, da sind gar keine Schiffe drin. Von daher, werde ich die Chance natürlich nur in den Containern haben, wo dann auch die Chance auf dem Schiff da ist. 0,5% bei Supercontainern. Also ihr könnt euch hier die Chance ausrechnen, dass ich hier ein Schiff rausziehe. Die ist sehr, sehr, sehr gering bei diesen 18 Stück. Ich glaube, hier sind es 2 oder 3%. Und ja, aus dem Weihnachtsgeschenk erwarte ich mir tatsächlich am ehesten ein Schiff, wenn ich überhaupt eins ziehe. Ich denke, die Chance insgesamt hier ein Schiff rauszuziehen aus allen Containern liegt vielleicht so bei 5%, 5 bis 10%. Dass dann tatsächlich eins kommt. Ja, ich hoffe doch, dass ich wenigstens eins ziehe und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den kleinen Containern, die öffne ich alle auf einmal. So. Ne? Bisschen Kohle, bisschen freie EP, 18 mal freie EP, das ist auch nicht schlecht. Ja, ein paar Signale, das ist sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt auch nichts Besonderes. Wir öffnen zuerst mal diese ganz einfachen Container, haben wir hier noch Tarnungen. Ich weiß gar nicht, wie ich daran komme. Aber Tarnung ist jetzt auch nichts allzu Besonderes. Ja, friedlicher Himmel, sieht ganz schick aus. Aber eben nichts Besonderes.
So, zurück zu den Containern 136 haben wir noch, also das geht relativ fix hier. Wo machen wir weiter? Wir machen weiter mit den gewöhnlichen Bonis, die öffne ich auch alle auf einmal. Ist jetzt nichts Besonderes. Ja, Schiffs-EP, Kapitäns-EP. Ja, hier die freien EP, 25 Stück davon ist gar nicht so schlecht. Kann man nehmen. Was machen wir als nächstes? Die Kohlecontainer. Ja, die machen wir als nächstes. Da dürfte auch nicht allzu guter Kram drin sein. Ja, 10.000 Kohle, sage ich nicht nein zu. 27 Schiffs-EP. Freie EP. Ja, ist nicht verkehrt. Bisschen Credits. Aber eben auch nicht der allzu gute Stuff. Dann haben wir noch die ökonomischen Belohnungen. Die öffne ich auch alle auf einmal. Erwarte ich jetzt auch nicht viel. Ja, da sind vor allem immer die Creditpunkte drin. Aber wir haben hier auch ein bisschen freie EP. Sogar zweimal 600% freie EP. Da sage ich auch nicht nein. Gold kann man immer gebrauchen. Also die Creditpunkte. Was haben wir noch? Wir wollen ja Stück für Stück durchgehen. Dann haben wir Signale hier 30 Stück. Das dürfte mir auch erstmal so einen halben Jahresvorrat geben. Ich fahre jetzt ja auch nicht so viele Runden. Von daher nehme ich die mal. Ich glaube, ich habe für diese ganzen Container hier so 3 oder 4 Monate jetzt keine Kisten geöffnet. Also, ja, ich bin nicht so aktiv in dem Spiel. Aber ich dachte mir trotzdem mal, kann ganz witzig werden, die hier in so einem Video aufzumachen. 30 mal Signale. So, auch ein bisschen Kohle, 4000. Kann ich mir bald wieder ein Kohleschiff holen. Das freut mich. Ja, haufenweise Signale. Ich kann das auch gar nicht einschätzen, welche jetzt wirklich gut sind davon. Aber Signale sind sicherlich nicht verkehrt. Ne? So, jetzt kommen wir langsam zu den spannenden Containern. Jetzt haben wir nur noch 67. Also, ja, wir haben einfach schon mehr als die Hälfte jetzt geöffnet. Aber für die nächsten Container werde ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir machen mal weiter mit den besonderen Bonis. Die öffnen wir auch noch alle 7. Ich muss nur gucken, dass ich nicht alle Supercontainer auf einmal öffne. Die würde ich schon gerne einzeln öffnen. Dann haben wir hier freie EP, 15 mal ordentlich Creditpunkte. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt noch 60 Container und ich würde sagen, ja, wir öffnen auf alle Fälle hier die seltenen Bonis, die öffne ich auch noch zu viert. Da dürften auch keine Schiffe drin sein, nämlich ausschließlich Bonis, so wie die Kiste auch heißt. Ja, blaue Bonis, nichts allzu Besonderes. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt weiter und öffnen alle anderen Kisten einzeln. Das sind noch 56 Stück in etwa. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wir fangen mal an mit dem Premium-Container Flaggen. Ich bin gespannt, was wir daraus ziehen. Sicherlich auch nicht allzu besonderes Fleck locker. Wir haben eine Hiesen-Flagge. Das gibt ja auch ein Schiff, das so heißt. Die Provinz Hiesen, deren Geschichte bis ins 7. Jahrhundert zurückreicht, lag an der Südwestküste von Japan. Ihr Zentrum befindet sich nahe der Stadt Yamato. So, ich muss gucken, dass ich nicht auf alle Container öffnen klicke. Das wäre sehr übel. Wir machen weiter mit den Steam-Containern. Ich glaube, in den Steam-Containern sind auch keine Schiffe drin. Ich glaube, die sind auch nicht allzu besonders, die Steam-Container. Aber sie sehen nett aus. So, ja. Nee, da ist auch nicht allzu guter Stuff drin. Die öffnen wir auch mal noch alle auf einmal. So, 24 Stunden Premiumzeit, das ist nicht verkehrt. Ansonsten, ja, Signale, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Waren jetzt nicht allzu gut. So, und ich denke, in diesen ganzen Containern müssten überall Schiffe drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier müssten überall Schiffe drin sein. Das heißt, wir haben jetzt noch 51 Container und hoffentlich die Chance, mindestens ein einziges Schiff zu bekommen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den kleinen Weihnachtsgeschenken. Ich glaube, da ist die Chance am geringsten, ein gutes Schiff zu bekommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Genau, Prozentzahlen weiß ich jetzt nicht. Wir werden es sehen. Erstmal ein bisschen Kohle. Ich hoffe, jetzt werden auch Stück für Stück die kleinen Weihnachtscontainer geöffnet. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, mal gucken. Ja, es sind erst die kleinen. Wunderbar. Das müsste ein kleines sein, ne? Sehr schön. Schiffs-EP. Ich habe ja nicht so viele große Schiffe, keine. Ich habe nur ein Zehner aktuell. Das heißt, ich hatte zu dem Weihnachtsevent auch nicht so gut Optionen, mir diese Festtagszertifikate zu holen. Von daher habe ich auch nicht sonderlich viele Weihnachtsgeschenke ansammeln können, aber immerhin ein paar. So, Signale. Sage ich auch nicht nein zu. Die sind echt schon ziemlich gut, diese Weihnachtskisten hier. Ja, jetzt nichts Besonderes.
Aber ein Schutt wäre schon was Feines. Ich glaube, die Schiffe, die ich rausziehen kann, sind auch nicht allzu gut. Wenn ich da überhaupt ein Schiff rausbekomme. Aber ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen witzig. Es ist Ende Januar und ich öffne hier Weihnachtskisten. Also. Aber ja, warum nicht? Ne? Und ich dachte mir, irgendwann muss man ja mal ein paar Kisten öffnen hier. Jetzt habe ich mir lang genug die ganzen Dinge angespart. So, das Video wird doch ein bisschen länger gehen, merke ich gerade. 20 Minuten. Oh, ich meine, ganz im Ernst, will ich die wirklich alle auf einmal alle hintereinander öffnen? Ich habe das Gefühl, dass man da doch nichts allzu Gutes rausbekommt. Aber ich sag mal so, die Chance auf ein Schiff ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gering. Irgendwelche komischen Tarnungen. Ich meine, Signale kriegen wir dadurch ordentlich, ne? Was haben wir hier? 400.000 Gold, da sage ich auch nicht nein zu. Also da braucht man, glaube ich, schon 4-5 Runden, um das anzufarmen. Von daher sind 400.000 Gold wirklich nicht schlecht. 2.500 Kohle sage ich auch nicht nein zu. So, 500 Dublonen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. 500 Dublonen. Ich glaube, da ist auch nicht allzu hohe Chance, dass man das sieht. Müsste ziemlich gut sein, der Drop. So, ein paar speziellere Bonis. Aber ja, ein Schiff. Ein Schiff würde ich mich doch sehr drüber freuen. 38, 35 Container haben wir noch. So, hier kommt Kohle raus. Ist immer ein bisschen blöd, weil Kohle weiß man sofort, okay, es kommt Kohle. 34 Container noch, also es bleibt nicht mehr viel übrig, um hier noch ein Schiff zu ziehen. Aber ich bin mit der Ausbeute trotzdem zufrieden. Hier haben wir jetzt sogar die freien EP auf der blauen Stufe. Auch nicht verkehrt. So, Signale. Signale sind so irgendwie das Langweiligste, was man bekommen kann, finde ich. So, nochmal schönere Bonis. Und 30 Container sind es gleich nur noch. Nee. Also mit Tarnung kann man wirklich am wenigsten anfangen. Mhm. Bonis sind nicht schlecht. So, 30 Container sind es jetzt noch an der Zahl. Und wir haben immer noch kein Schiff. Aber ich glaube, die größte Chance auf dem Schiff, die kommt in den nächsten Containern, die wir jetzt hier noch öffnen. Die kleinen Weihnachtsgeschenke müssten jetzt eigentlich auch bald verbraucht sein. So viel hatte ich nicht. So, nochmal ein bisschen Credits. Kapitän-CP. Und der erste Supercontainer wird geöffnet. 1000 Dublonen. Ich glaube, das ist auch nicht allzu schlecht. Aber ich würde gerne erstmal die anderen Kisten öffnen. Die Supercontainer sind ja eher das Besondere an dem ganzen Opening hier. Aber 1000 Dublonen ist schon mal nicht schlecht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausbeute. Wir machen mal weiter mit den Schwingen der Freiheit. Ich glaube, von der Wertigkeit sind die noch am wenigsten wert. Und ich hoffe, dass wir ein Schiff ziehen. So. Ne. Billige Bonis. So, mal gucken. Zwei haben wir noch. Los, komm, ein amerikanischer Kreuzer. Nee. Letzte Schwingen der Freiheit Kiste. Na, nicht allzu gut, die Bonis. Okay, wir machen weiter mit der Black Friday Kiste. Also Dublonen haben wir jetzt echt schon viel bekommen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir noch ein Schiff ziehen würden. So, wir machen mal weiter mit den Black Friday Kisten. Da dürften, glaube ich, auch 8er Schlachtschiffe und 8er Kreuzer drin sein. Ich bin gespannt. So, Black Friday. Na, Bonis. Da habe ich auch nur 4 Stück an der Zahl. Aber da ist ein Schiff drin. Ich glaube 2,5%. Kapitäns-EP braucht auch kein Mensch. So. Nee, das brauche ich nicht. Und damit ist die Chance eigentlich so gut wie verwirkt, ein Schiff zu erhalten. Das war's dann wohl, ja. Okay, also auch aus den Black Friday Kisten kein Schiff. Wir machen weiter mit dem großen Weihnachtsgeschenk.
Da ist die Chance auf Eifel schon mal höher als bei dem kleinen Weihnachtsgeschenk. Und ich hoffe, dass es ein Schiff wird. Ein Schiff, das ist nicht zu viel verlangt. Anscheinend schon. Aber immerhin ganz gute Bonis. Wir machen weiter mit dem großen Weihnachtsgeschenk, also mit dem Mega-Weihnachtsgeschenk. Da ist die Chance am allergrößten jetzt von allen Containern, die wir bis jetzt geöffnet haben, ein Schiff rauszuziehen. Also wenn wir jetzt aus den 18 Containern noch eins ziehen, dann höchstwahrscheinlich aus dem. Wenn nicht, dann wäre das sehr, sehr enttäuschend, aber ja, so ist es. Nee, leider kein Schiff. Schade, 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 aber gut, was immer mehr. Wir haben noch 17 Supercontainer an der Zahl, 0,5% pro Container, also nicht allzu hoch. Ähnlich wie in CSGO die Chance, eine Knife zu ziehen. Aber wir gucken mal. So, Signal, es geht schon mal gut los. Sind ja immer wieder was Besonderes, diese Supercontainer. So, Bonis. Signale. Naja, immerhin ein paar Dublonen haben wir insgesamt bekommen. Zu Dublonen würde ich übrigens auch nicht nein sagen. Aber jetzt, wenn man hier nur Signale zieht, das tut schon weh. Das tut schon weh. So, da sage ich auch nicht nein zu. So, und dann haben wir gleich die letzten 10 Container. Hier kommt auch nur Kohle raus, leider. Ich glaube, 5000 oder so sind das. 7500 immerhin. Und die letzten 10 Container an der Zahl. Ja, Signale. Wieder Kohle. Also, Kohle habe ich jetzt auch schon gut was rausbekommen, tatsächlich. Also, da müsste ich jetzt locker wieder bei 200.000 Kohle haben. So, weiter geht's. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, ein bisschen Premium-Spielzeit ist auch nicht verkehrt. Ja. Leider bin ich die nächste Woche auch nicht zu Hause. Das heißt, ich kann dann schon mal 3 oder 4 Tage davon gar nicht nutzen. Aber naja, Premium-Spielzeit sage ich nicht nein zu. Kann man nehmen. So, noch ein paar Container. Signale, wir haben noch 4 Stück und die Chancen, ein Schiff zu ziehen, verringern sich leider gerade um ein Vielfaches. Nochmal Signale. 3 Container noch. Es gibt nochmal Premium-Zeit, 7 Tage, okay. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance auf die Premium-Spielzeit ist. Aber jetzt habe ich einfach 2 Wochen Premium. Nochmal Bonis und der letzte Container. Und dann war's das Ganze. Gucken, was wir da rausbekommen. Ja, nochmal Boni. Okay. Leider kein Schiff. Also die Chance war auf alle Fälle da, ein Schiff zu ziehen. Leider verwirkt. Aber ich sag mal so, ich habe auf alle Fälle jetzt ordentlich Bonis bekommen. Ich kann ja mal gucken, wie das jetzt aussieht aktuell. Inventar. Da dürfte ich auf alle Fälle jetzt mal ein bisschen was haben. Also wir haben hier 16. Ja, ein bisschen was habe ich auf alle Fälle noch. Für das Jahr. Verrohte Bonis auch. Ich glaube, die sind mal aus einem Forschungsbaum, den ich freigeschaltet habe, oder über so einen Monatsbaum. Auch ein paar blaue Bonis, auch nicht verkehrt. Tarnungen. Hab ich glaube, ich noch nie eingesetzt. Mir gefallen diese Wettkampf-Tarnungen echt gut. Es gibt ja hier auch diese bronzenen Tarnungen. Hier Bronze ist eine sehr hübsche Tarnung, wie ich finde. Ja. Aber hält sich dann doch sehr in Grenzen. Na gut, also das war's jetzt hier zu dem Case Opening. Das Video geht auch fast 20 Minuten. Von daher möchte ich jetzt hier auch keine Schiffsfahrt mehr dranhängen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Eure Enttäuschung wird ja nicht ganz so groß sein wie meine. Und von daher bedanke ich mich hier fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Video. Macht's gut.